Wird Ihnen präsentiert von Miete erhöhen ohne Mietspiegel? Mit ortsüblichen Vergleichsmieten. www.mietspiegel.com. Wir vernetzen private Vermieter. Unter Trockenbau stellt man sich normal immer eine schmutzige Angelegenheit vor. Viel Staub, viel Material, was dann übrig bleibt. Das soll hier anders sein. Wieso? Richtig, genau. Denn bei der Wall for All werden anders als im konventionellen Trockenbau nicht einzelne Materialien auf die Baustelle geliefert, sondern vorgefertigte Elemente, die bereits auf Kundenmaß vorgefertigt werden. Und dadurch entsteht kaum bis gar kein Abfall. Dafür jede Menge Heimwerkerspaß, oder? Auf jeden Fall. Also Schritt 1 ist, erstmal öffne ich die Transportbox, die ich bis nach Hause geliefert bekomme, also freie Bordsteinkante innerhalb Deutschlands. Und dann werde ich die Boden- und Deckenschwellen ausrichten, parallel zueinander. Das ist Schritt 1, also die werden mit Boden und Decke verschraubt. Und im nächsten Schritt nehme ich mir die einzelnen Elemente, verschraube die entsprechend mit der Bestandswand und kann dann die Elemente aufschieben, verschrauben und fertig. Es sieht jetzt so einfach aus. Wo zwickt es dann in der Praxis? Tatsächlich ist es auch so einfach. Genau, also die Sache hat keinen Haken. Wenn man doch mal bei der Montage irgendwie auf dem Schlauch steht und noch mal eine Frage hat, dann kann man natürlich jederzeit das Beraterteam von uns anrufen. Also auch da helfen wir dann gerne weiter, wenn noch mal eine Rückfrage ist. Gerade in dem Video haben wir unser Innenwandsystem Wall for All gesehen. Und dieses Miniaturelement zeigt den inneren Aufbau. Wir haben eine innenliegende Tragkonstruktion aus Holz, die vollständig gedämmt ist mit einer Mineraldämmwolle. Was jetzt hier als Plexiglas dargestellt ist, ist eine einlagige, beidseitige Beplankung. Hier seht ihr unsere Basic-Variante. Die ist geeignet für den dauerhaften Einsatz. Hier seht ihr unsere Design-Variante. Die kann beliebig oft auf- und wieder abgebaut werden. Wir haben sichtbare Schrauben. Das bedeutet, wenn mir meine Raumaufteilung nicht mehr gefällt, dann löse ich einfach wieder die Schrauben, kann die Elemente aus der Boden- und Deckenschwelle rausziehen und mir diese Elemente zum Beispiel auf Lager oder in den Keller legen und kann die erneut wieder aufbauen. Es gibt die Variante auch noch in Natur oder Anthrazit. Wir haben keine Quadratmeterpreise, sondern wir haben einen Preis pro Element. Ein Wandelement hat einen Preis, genauso hat ein Türelement einen Preis. Und indem du unseren 3D-Online-Konfigurator durchläufst, bekommst du einen Preis für dein Projekt. Wurde Ihnen präsentiert von Miete erhöhen ohne Mietspiegel? Mit ortsüblichen Vergleichsmieten. www.mietspiegel.com. Wir vernetzen private Vermieter. ISHW. Gemeinsam stark.